Huch. Du musst nicht gleich weglaufen. Stinken wir so sehr. Was für ein Wolf. Die laufen hier echt alle weg. Ah, hier können, ach, okay, ja, hier können wir spenden, glaube ich. Er macht einen Bruder muss los, ja. Ich glaube auch. Können doch nicht alle wegen dem Regen gefürchtet sein, ist doch nur ein bisschen Wasser. Brauchen wir nicht. So zwei Feuersteine können wir noch mitnehmen. Das sind zu viele. Grundlagen der Alchemie, das können wir auch mal mitnehmen. Meister Yidrze. Okay. Um die Alchemie zu verstehen, müsst ihr zwei große Wahrheiten verstehen. Erste Wahrheit, wie oben so unten. Zweite Wahrheit, alles ist eins. Diese Wahrheiten lehren, dass alchemistische Substanzen überall um euch herum sind. In Feldkräutern, in menschlichen, tierischen Eingeweiden, sogar in Steinen. Denn Alchemie ist Leben und Leben ist Alchemie. Wenn ihr versteht, wenn ihr alchemistische Vorgänge versteht, dann versteht ihr auch die Prozesse des Lebens. Die Welt der Natur wird euch zu einem offenen Buch. Aber Alchemie ist auch Wissen. Braucht der Trank die Blüte oder das Blatt? Wo findet sich Karmin? In der Niere oder im Auge? Diese Fragen beantworten Bücher. Lest daher die alten Meister und neueren Werke. Übt eure Kräuterfertigkeiten und das Mischen von Ölen und Pulvern. Aber zuallererst experimentiert, denn die größte Entdeckung der Alchemie wurde durch Experimente gemacht. Okay. Oh, ich brauche nur wieder einen Händler, um Sachen zu verkaufen. Oder Kämpfe. Kämpfe wären auch sinnvoll. Stadtbewohner. Ah, okay. Nein! Okay. Warte mal. Kann ich... Ja, ich kann eine Birne essen. Dafür brauche ich definitiv Getränke. Desto mehr wir finden, desto besser ist es. Davon hatten wir schon was. Na, okay, haben wir auch eine Apfelsaft noch mit reingepackt. Lange nicht mehr getrunken. Ihr entführt Kinder und macht sie zu Hexern. Ihr solltet euch schämen. Du solltest dich schämen, so etwas zu behaupten. Sei froh, dass ich nicht kämpfen kann. Außergewöhnlich. Schade. Okay. Der Geistliche. Fächer. Hinfort, Teufelsbrut. Ich tue doch gar nichts. Beruhigt euch, Priester. Ich will nur mit euch reden. Es gibt nichts zu bereden. Oh doch. Das gibt es. Ich suche die Salamandra. Wie ich hörte, kommen sie hierher. Die werden uns euretwegen töten. Ich kann mich erkenntlich zeigen. Was schwebt euch vor? Euch macht eine Bestie zu schaffen. Was geht euch das an? Ich bin ein Hexer. Ich könnte helfen. Jüngst traf hier ein anderer Hexer ein. Berengar. Er versprach, die Bestie zu erschlagen, floh jedoch, als er sie heulen hörte. Ich bin nicht Berengar. Wenn ihr mein Vertrauen wollt, bringt dem Volk das Licht des ewigen Feuers und vertreibt die Finsternis. Im Dorf gibt es 5 Kapellen. Feuer wird die Bestie nicht vertreiben. Sie ist weit mehr als nur ein streunender Hund. Das ewige Feuer, Gotteslästerer. Ihr könnt gewiss sein, dass es Bestien vertreibt. Denn es steht geschrieben... Auch wenn seine Seele im Dunkeln und sein Antlitz grässlich anzuschauen ist, urteilt nicht vorschnell, denn er trägt die Flamme der Hoffnung in die Nacht. Und außerdem, nur im Licht des ewigen Feuers werdet ihr sicher sein. Na gut, aber das kostet euch 100 Orens. So sei es. Aber das ewige Feuer muss nachts in allen 5 Kapellen brennen. Noch Ansprüche stellen. Ich suche nach Männern, die Salamander-Abzeichen tragen. Das ist nicht klug. Wieso? Die zu verärgern, kann euer Leben verkürzen.
Sehe ich aus, als hätte ich Angst? Vor euch kam hier schon ein anderer Hexer vorbei. Der war genauso eingenommen von sich selbst wie ihr. Doch seht ihr ihn hier? Nein, denn er ist geflohen. Ich bin nicht er. Seid nicht so überheblich, was die Salamandra angeht. Das ganze Dorf fürchtet sie, und das nicht grundlos. Ihr müsst uns alle überzeugen. Was kann ich tun? Für mich wünsche ich mir, dass ihr die Bestie vernichtet. Was die anderen angeht, besucht Odo, Mikul und Haren. Könnt ihr deren Probleme ebenfalls lösen? Sind das so etwas wie Älteste? Alle kennen und achten sie. Odo ist reich, Haren ist Kaufmann. Mikul gehört zur Stadtwache. Wenn ihr deren Vertrauen gewinnt, gewinnt ihr das Vertrauen des ganzen Dorfes. Das werden wir sehen. Wartet. Die müssen glauben, dass ich euch geschickt habe. Zeigt ihnen diesen Ring des ewigen Feuers. Pudding und trinken. Oh, lecker Pudding. Wir haben leider auch keinen. Also wir haben leider keinen mehr. Wir hätten müssen nur noch welchen zum selber machen. Und dafür ist es gerade ein bisschen sehr spät. Was denn für Pudding? Zieh das Siegel auf dem markierten Platz, um den Siegelspieldialog zu aktivieren. Linksklick während einer Unterhaltung auf Siegel, um den Ring zu zeigen. Charaktere, die den Siegelring anerkennen, werden euch freundlicher gesonnen sein. Die Wahl eines unangemessenen Siegels könnte einen Charakter vollkommen stoßen. Ja gut, das ist offensichtlich. Da kommen wir nicht rein. Verschiedene Wahrheiten vor dem Abendbrot zu machen. Kenne ich. Erstmal Schoko. Oh, lecker. Lecker. Ich sterbe vor Lamaba. Oh, hätte ich jetzt auch gerne. Ich würde meine 7 Kinder. Aber ich habe noch was von meinem Abendessen hier. Also von daher. Ein bisschen versorgt bin ich auch noch. So. Gibt es hier nicht irgendjemand, der vielleicht ein Händler ist? Nee. Scheinbar nicht. Na gut. Beziehen wir trotzdem weiterhin die Häuser, sofern es noch möglich ist. Irgendwo. Was? Hier ist ein Fass. Ohrens nehmen wir ganz, ganz gerne. Das spiele ich nicht. Ja, dann spielst du es halt nicht. Ist auch in Ordnung. Da können wir rein. Haben die hier alle große Häuser? Von außen sieht das immer so klein aus. Catwin-Bier haben wir auch noch. Das nehmen wir auch mit. Interessant. Ja, ne? Bin ich auch. Missgeburt oder nicht, ihr könntet nützlich sein. Aber erstmal beleidigen. Oder was? Nee. Ich habe nicht genug Kraft. Das wollen wir nicht. Irgendwer hat einen Twitch-Kanal, Thomas ist Kuh, nach mir benannt. Meinst du? So. Das scheint zu. Ich glaube, wir haben jetzt hier nur noch in dem Dorf nur noch ein Haus, oder? Ich hoffe es. Unser Inventar quillt mal wieder über. Oh, ich vermute 2 Häuser. Das nehmen wir mal mit. Dafür haben wir keinen Platz mehr. Ja, vor ein paar Tagen im Chat lieber. Und spielte auch Among Us. Weiß aber nicht, wer das ist. Okay. Geht das auch wieder in der Tür abgeschossen? Kannst du sehr herausfinden, wer das ist. Oder ihn einfach fragen.
Augen. Meine alten Knochen. Die Leute sind hier aber nur dabei, sich irgendwie zu beklagen. Das können wir auch wieder nicht mitnehmen. Ja. So. Jetzt war es aber das letzte Haus. Ja. Ich glaube, da hinten kommen wir nicht weiter. Kann ich mit dir reden? Die Bestie kommt uns holen. Aber wir versuchen es dennoch. Aber ich meine, da hinten kann man noch nicht weiter. Der Mickrige sollte es das nicht wert. Miko lässt Mönche und Leute mit Pässen rein. Okay. Kommen wir hier runter? Ja, Tatsache. Ich würde mich auch beklagen, wenn ich in dem Alter noch arbeiten muss. Ich glaube... Na gut, das spielt ja... Ja, quasi so ja, im Mittelalter. Ich glaube, da hatten die Leute doch nicht wirklich so eine Wahl, um sich das aussuchen zu können, ob sie das jetzt wollen oder nicht. Leider. Da gab es auch noch keine Rentenversicherung oder Arbeitslosengeld oder sonstiges. Was auch immer in dieser Höhle haust. Da hieß es nur, komm klar oder lass ihn bleiben. So, wir gucken einfach mal. Die Höhle kenne ich noch überhaupt nicht. Einmal bereits durchgespielt das Spiel und diese Höhle ist mir nie aufgefallen. Und gleich werde ich getötet und massakriert. Befürchte es fast. Ja, glaube ich. Ich glaube, ich bin so... Ihr seid miese, kleine, fiese Dinger. Ich weiß nicht, ob hinter mir noch ein... Doch, hinter mir ist auch so viel. Okay. Doch, warte. Hinter mich getroffen. Oh. Alter. Den kann ich aber überhaupt nicht. Später sind sie noch stärker. Komm, Spinn. Hier gibt es, glaube ich, keine Spinnen, wenn ich mich recht entsinne. Es ist tatsächlich mal ein Spiel ohne Spinnen. Einmal. Teddy steht jetzt durch zugefügten Schaden geschwächt und rote Balken nur anzuzeigen. Ja, okay. Ja. Oder in der Zeit erstmal ein Hähnchen rein. Könnte knapp werden. Ja. Vielleicht. Doch, wir schaffen es. Ich wundere mich, warum ich nicht vorankomme. Ja, wenn ich eh gedrückt hätte, dann würde das auch nichts. Hm. Das ist echt eklig. Weißt du gar nicht, dass es euch im ersten Kapitel auch schon gibt. Hm, sehr schön. Aber können wir schon was mitnehmen von denen? Ja, die Sporen. Wir haben Gott sei Dank auch Platz für. Die ersten richtigen Kämpfe gerade wieder. Nach längerem. So, einmal kurz speichern. Achso, kann ich gerade noch nicht. Da. Ach, da ist leeres Fach. Okay. Okay, alles gut. Ich war nur wieder blind. So. Hallo, kleine Ratten. Noch so ein Vieh. Also das Vieh immer. Ja. Du sagst es.
Komm, Geralt. Nicht wieder dran, ne? Da sind nur zwei. Das zwei sollten ja nur wirklich kein Problem sein. Hä? Ja. Ne, da ist noch eine dritte. Trifft mich nur nicht. Da hinten! Komm her, du Klingel! Versteckst du dich denn da hinten? Also wenn du glaubst, ich sehe dich nicht, ne? Hast du dich geschnitten? Noch ein Viech. Oh, aber jetzt sollten wir doch alle haben, oder? Alter, dieser Wolfskopf da oben. Okay, wir achten lieber auf den Kampf. Komm. Wir haben dich gleich. Ja. Das ist ein kleiner Grafikbug. Zu minimal. Aber das passt schon. Gut, hier hinten liegt nichts. Mach in dein Spiel mal Licht an. Geht, glaube ich, gerade noch nicht, oder? Habe ich schon Katze? Ich weiß nicht, nee, ich glaube, ich habe den einen Zauber noch nicht. Also den einen Trank. Mal gucken, was das hier ist. Nee, das hier war keine Katze. Das war gar nichts. Doch, Erfahrung. Dass ich mehr Erfahrungspunkte kriege. Also, leider geht's noch nicht mit Licht. Sobald wir den Zauber Katze, den Trank Katze herstellen können, kann ich auch im Dunkeln sehen. Weil beim Kampf kann ich auch keine Fackel erhalten, leider. Das finde das Spiel nicht so toll. So. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Komme ich denn da schon? Nee, da komme ich nicht durch. Dann geht's in den Teil wohl irgendwann anders vielleicht. Geht das hier? Nee. Komme ich auch noch nicht weiter. Schade, schade. Ja gut, geht's erstmal wieder raus. Aber wir steigen auch bald schon wieder ein Level ab. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja. Steigen bald wieder auf. Einmal kurz gucken. Kann ich vielleicht schon Tränke herstellen? Nee. Ja, hier ist Katze. Nee, geht leider noch nicht. Müssen wir leider noch ein bisschen warten. Vor allem muss ich dafür erstmal solche Pflanzen hier sammeln. Und dafür brauche ich Bücher und dafür brauche ich Ohrens. Und die habe ich leider noch nicht. Zumindest nicht genug. Ich weiß nicht, wie teuer die Bücher hier noch am Anfang sind. So. Gucken wir doch mal hier lang. Wir sind bei der Mühle. Und an einem Mühltor. Aber hier kommen wir auch noch nicht rein. Schade. Ja. Kann ich hier? Nein. Leider auch nicht. Auch hier ist abgeschlossen. Die wollen alle nicht, dass ich in ihre Häuser gehe. Warum? Ich bin doch ganz harmlos. Nett. Freundlich. Zuvorkommend.
Beseitige ihre Monster. Was haben nur alle gegen mich? Weil dieses Gewitter. Ja. Hätte ich auch gerne. Ja. Leider aber auch nur im Spiel. Heute war es wieder relativ warm. Also zwar eigentlich auch noch immer kalt, aber es waren keine Minusgrade mehr. Das war schön. Da habe ich heute sogar mal den Spaziergang mit dem Hund gern gemacht. Endlich mal keine dicke, fette Winterjacke mehr tragen. Ja, also es sind immer noch keine 10 Grad, aber es ist wärmer als die letzten Tage. Wenn du verstehst. Also die letzten Tage hatten wir ja immer bis minus 15 Grad. Was einfach nur eisig ist. Und jetzt war es, ja, so 5, 6 Grad, was ja in der Regel auch noch kalt ist. Aber wo man schon so dieses leichte, wärmere Gefühl in der Magengegend hat, so. Dass es halt nicht mehr ganz so kalt ist. Ich kann das nicht so gut beschreiben. Es ist so... Ja, dieses angenehme. Du zitterst nicht vor Kälte. Der Schnee ist geschmolzen. Ja, die 50 cm Eiszapfen hängen nicht mehr an meiner Wand. Ja, bei uns auch nicht mehr. Wir haben hinterm Haus, wo die Regenrinne halt ist, geht halt auch noch so eine Kette runter. Ich weiß gar nicht, was da früher hing. Und die komplette Kette war auch nur ein einziger fetter Eiszapfen, der bis nach unten quasi hing. War unten nur noch so ein kleiner Abstand. Und der ist jetzt auch weggeschmolzen. Dafür haben wir da hinten jetzt einen See hinterm Haus. Sieht sehr, sehr schön aus. Unser Welpe dachte sich auch, jau, baden wir doch mal. Ich fand das nicht so witzig, aber die fand's toll. Sie hat sich sehr amüsiert darüber. Das Abtrocknen hinterher hat auch Spaß gemacht. Nicht. So, das können wir mitnehmen. Wir immer noch einen Händler finden. Angeblich sollen bei uns nächste Woche 17 Grad werden. Da glaube ich aber immer noch nicht dran. So von jetzt auf gleich 17 Grad. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Schön wäre es natürlich. Das wäre dann wieder so der Moment, wo ich mich dann mal raussetzen könnte. Ohne Decke. Ey, die Mobben Zwerg. Kam von jetzt auch gleich auch so viel Schnee. Bei uns tatsächlich gar nicht. Also, es war ein oder zwei Wochen bevor halt dieser Schneesturm kam, da hatten wir hier schon knapp 5, 6, 7 Zentimeter Schnee. Also bei uns war es ja, so ein schleichender Prozess. Bei uns kam das gar nicht so plötzlich. Es war eher so, man hat es befürchtet. Helfen oder nicht helfen? Das ist hier die Frage. Ja, wir helfen. Komm, wir helfen. Wann da jetzt hin? So. Richtiger Kampf ist hier auch noch ausgewählt. Das ist super. So. Ich habe nämlich Angst, was passiert, wenn ich die Person hier sterben lasse. Ja, okay. Danke, dass ihr euch um diese Hunde gekümmert habt. Immer kenne ich auch irgendwo, ja. Geralt, seid ihr es wirklich? Hol mich der Teufel! Stimmt etwas nicht? Ihr seht nicht gut aus. Seid ihr verletzt? Typisch Hexer. Gestorben, wieder auferstanden, 5 Jahre lang verschwunden und dann fragt er, ob etwas nicht stimmt. Wer seid ihr? Seid ihr betrunken? Ich bin euer Freund, Sultan Chivai. Wo seid ihr gewesen? Warum habe ich nichts von euch gehört? Was ist mit... Ich weiß nicht, ob ich es erklären kann. Ach, ihr schuldet Sultan Chivai keine Erklärungen. Ich bin nur froh, euch zu sehen. Der Blick von dem Zwerg. Natürlich wäre es schön, ein paar Rätsel zu lösen. Ihr versteht das falsch. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich nur an die letzten Wochen. Was soll's, Geralt? Trinken wir ein Bier
und unterhalten uns wie in alten Zeiten. Spürt euren Kopf durch. Vielleicht erinnert ihr euch dann. Ihr seht besorgt aus. Ja, eine unangenehme Geschichte. Mein Freund wollte sich in diesem Dorf mit mir treffen, aber er kam nie an. Meint ihr, er könnte in Schwierigkeiten geraten sein? Ich hoffe nicht, aber es wäre auch keine Überraschung. Er schloss sich den Eichhörnchen an und willigte ein, mit den Hafkas Handel zu treiben. Eichhörnchen und Hafkas? Die Eichhörnchen, sie selbst bezeichnen sich als Coyatel, sind Anderlinge. Ja. Okay. Die glauben, sie könnten die Gleichstellung erzwingen, indem sie sich hinter Bäumen verstecken und auf Leute schießen. Hafkas sind Kaufleute, die illegal Waffen an die Eichhörnchen verkaufen. Verstehe. Ich bin hier nicht gerade willkommen. Uns Anderlingen gibt man die Schultern, alle möglichen. Von der Pest über die Bestie bis zu den Warzen am Arsch des Geistlichen. Sonst würde ich selbst nach meinem Freund suchen. Ich halte die Augen offen und lasse euch wissen, wenn ich etwas erfahre. Hab Dank, mein Freund. Also beim ersten Spieldurchlauf war ich nicht gerade nett zu den Squirtle. Bei uns war nicht so schnell, und dann hat mich 40 cm lang, als ich aufgewacht bin. Ja. 40 cm, das war aber auch heftig. Also bei uns, wie gesagt, lag vorher ja schon eine fette Schneedecke, die einfach nicht schmilzen wollte. Und darauf kam dann halt auch nochmal bei uns, ja, knapp 30 cm. Und ich dachte auch nur so, boah, ne. Es hat auch, ich glaube, 3 Stunden gedauert, bis der Gang zum Keller frei war. Und wir hatten dann halt, oder wir haben dann halt bei uns gesalzen. Und dann, ich glaube, 2-3 Stunden später hieß es halt bei uns, ja, bei uns darf nicht gesalzen werden. Bei uns darf nur, ich glaube, gestreut werden. Und ich glaube, Sand durfte man machen. Wir hatten dann aber zu dem Zeitpunkt schon mehrere Kilo Salz. Es hat aber auch keiner was gesagt. Gott sei Dank. Aber das war echt heftig mit dem Schnee und das war verteufelt gelackt. Und ich glaube, letzte Woche hatten wir hier auch noch Blitzeis. Da war das erstmal eine schöne Schlitterpartie, um überhaupt zur Garage zu kommen. Und überhaupt in den Keller zu kommen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man da ohne einen Knochenbruch durchkam, wenn nicht gestreut war, lag bei null eigentlich. War einfach nur furchtbar. Ich mag den Winter gar nicht. Winter ist so... Nee. Wenn ich nicht raus muss, okay. Kann es ja ruhig Schnee liegen. Aber wenn ich raus muss, dann... Nee. Lieber nicht. Frühling, Sommer, Herbst, das ist mir auch noch gefallen. Aber der Winter, der kann ruhig wegbleiben. Und? Wie geht es euch? Ihr kennt mich und meine Umtriebe. Ich möchte in Vizima ein bescheidenes Geschäft eröffnen, indem ich Waren von Mahakam importiere. Die Breckenricks sitzen mir im Nacken. Die Breckenricks? Wer soll das sein? Meine zukünftigen Schwiegereltern. Ich will Eudora Breckenricks heiraten, aber mein zukünftiger Schwiegervater fragt nur nach Geld. Das Minenkollektiv, wo ich nach dem Krieg gearbeitet habe, war ein totales Desaster. Kein Wunder in diesen blutigen Zeiten. Erzählt mir mehr über die Eichhörnchen. Kleine Anderling-Scheißer, denen man romantische Geschichten erzählt hat, bis sie zu den Waffen griffen, um für die Freiheit und andere Ideale zu kämpfen. Im Krieg gegen Nilfgaard hat Emir sie benutzt, um die Königreiche zu überfallen. Ich habe keine Ahnung, wessen Unterstützung sie jetzt genießen. Wer war diese Emir nochmal? Ich muss mir unbedingt die Serie nochmal angucken. Von den Büchern habe ich bisher auch nur den ersten Band der Vorgeschichte gelesen. Der zweite Band der Vorgeschichte steht nur in meinem Regal und der erste Band der Hauptreihe steht auch noch ungelesen in meinem Regal. Ich komme einfach nicht dazu. Ich muss jetzt gehen, Soltan. Wir reden später. Bei den gefühlt 200 Büchern, die ich habe, komme ich einfach nicht zum Lesen. Du, kurz dazwischen. Ah, wir haben endlich einen Stufenaufstieg, das ist super. So. Da kommen wir gleich auch noch rein. Ah, ne.
ist verschlossen. Ja, ja, okay. Dann nicht. Aufbeut, aufbeut. So, starker Alkohol. Warte, den will ich auch wieder mitnehmen. Kann ich nicht. Einfach den da mit rein. So. Okay. Einen Dieb genannt. Dann müssen wir denn als nächstes hin. Ah, okay, hier hinten nur noch das Gebiet und da noch ein bisschen. So, ich muss aber noch mal ganz kurz eine Pause machen. Ich muss ganz kurz gucken, ob ich die Katzen gefüttert habe. Ich befürchte nämlich gerade, dass ich sie nicht gefüttert habe. So, ich bin in wenigen Minuten wieder da. Bis gleich.